neuen Erfolg erhalten. Ja, Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. Kundenanalysen zeigen so, und zwar an bestimmten Gütern. Erstmal willkommen zu Anno 2205. Und zwar habe ich jetzt hier die, können wir sie hier sehen? Hier die Narrenfleisch ist das nicht. Die Verjüngungskuren plus 18. Die Transferroute habe ich hier eingerichtet. Das heißt, meine Bürger, hier sehen wir es, wachsen jetzt. Diese hier. Sauerstoff ist erfüllt. Neues Gebäude verfügbar. Verjüngungskuren. Wunderbar. Ich kann Ihnen den restlichen Vorrat aus unseren Lagerhäusern verkaufen und mit dem Gewinn Versorgungsgüter einkaufen. Okay. Das wäre ein gutes Geschäft. So, das hier oben ist immer die Hauptquestreihe und hier unten immer so die Nebenquestreihe. Schritt 2 von 5, Projekt Meteoritenunterstützung. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Arbeitskraft in Iwamoto-Krater von 300. Wir sehen 260 von 300. Das heißt, ich muss hier noch ein paar Gebäude platzieren. Das werde ich mal direkt machen. Kostet mich jetzt hier diese Titanplatten, die ich produziere. Hatte ich in den letzten Folgen gezeigt. Wer es sehen möchte, schaut euch die letzten Folgen an. So, ich denke, das sollte schon fast reichen. Na, wenn das nicht reicht. So, hat auf jeden Fall gereicht. 5 Minuten halten. Hier benötige ich, werben Sie Offiziere in der Mondregion an. 500. Okay, das ist dann wohl die nächste Stufe. Da fehlt noch eine Straße. So, das reicht erstmal hier. Nicht zu viel bauen. Weil dann steigen auch die Bedürfnisse. Ich lasse es mir gut gehen. Bionische Erweiterung wollen sie haben. Kann oder könnte ich hier jetzt herstellen. Mal sehen. Kostet auch wieder 3000 Credits. Das ist mega viel. Aber bevor ich das baue, fehlt es mir an Strom. Solaranlage liefert mir schön Energie. Benötigt Bergbauplatz. Also dieser hier. So, die Straße hatte ich schon verbunden, aber jetzt brauche ich hier noch diesen Schutz. So. Strom ist da. Jede Menge. Das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt mal schauen, wo ich das hier platziere. So, erstmal die Straße anbinden. Das kann ich hier unten eigentlich auch schon machen. So, da haben wir es. Kein Schutz durch Schilde. Auch das bekommst du. So, jetzt bekomme ich hier plus 10 seltene Erde. Und die wandle ich um in diese Kybernetik-Erweiterungen. Da schlagen die Meteoriten ein. Die, ich glaube auch diese bionischen Erweiterungen brauche ich auch auf der Erde. Aber ich werde mich erstmal langsam rantasten. Der menschliche Körper ist nicht für die Schwerelosigkeit. So, jetzt müssten die, zum Glück, jawohl, haben ihre Biotech-Abteilung Wege gefunden, die Gesundheitsrisiken, das ist erfüllt, zu verringern. Das kann ich später noch ausbauen. Alles supi, das hier auch. Die Titanplatten habe ich jetzt mehr als genug. Wie viel Überschuss? Plus 10. Also kann ich nachher sogar abstellen, um die Credits zu sparen.
So, noch 1 Minute 36. Ich habe schon 881 von 300, alles klar. So, bauen Sie Wartungsstationen. Die könnte ich auch schon mal platzieren. Brauche ich so oder so? Auf dem Mond lebt man wie in einem Aquarium. Kostet auch 3000 Quertebilanz. Richtig teuer. Für alles gewappnet. Und ihr seht jetzt schon, reicht nicht mal für alle Bürger. Ist echt krass teuer. So, ich muss eben noch warten. Noch 51 Sekunden. Dann upgrade ich mal hier die ganzen Peoples. Und dann werde ich mal gucken, ob ich hier Offiziere bekomme. Ah, das juckt mich jetzt in den Fingern hier upgraden. Nein, ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt. Oh, kein Schutz durch Schilde. Zack. Strom. Irgendwo hier hatte ich Strom da. Oh, hier kann man schön sehen, die Solarzellen. Sieht gut aus. Haben die sich richtig was überlegt hier. Also das ist echt toll gemacht. Die bewegen sich auch noch. So, Sidequest erfüllt. Zerstören Sie Meteoritenkruste mit der Drohne. Okay, bestimmt hier mit meinem Sammler. Muss ich wahrscheinlich erstmal die Drohne aufnehmen, genau. Sind unterwegs. So, ich lasse mal ein bisschen schneller fahren. So, dann einmal hier zerstören. War doch richtig, ne? Ja, einmal da. Oben und ganz links. Okay, dann einmal hier. Das werden, wenn ich das geschafft habe, hier wahrscheinlich solche Special-Abbauplätze, wo ich irgendwelches Meteoritengestein abbauen kann. Hey, schätze ich mal. Ich weiß, wie es hier Iridium, hier gibt es auch Iridium. Ich habe so viel Iridium. Danke, aber nein, danke. Okay, da ist noch nichts möglich. Hier ist alles im grünen Bereich. Ich kann jetzt mal upgraden. Da sehen wir diese grünen Felder, was ich wirklich upgraden kann. Kann es kaum Zack. Abwarten, meinen Beitrag. Erfolg freigeschaltet. Verstanden. Erfolgsliste aktualisiert. Das liegt jetzt an den Titanplatten hier, dass ich zu wenig habe. Großer Schildgenerator kann ich jetzt bauen. Weltraumkombüse. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Fusionsreaktor. Boah, das hier ist so ein großer Schildgenerator. Aber wie gesagt, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Titanplatten brauche ich hier ohne Ende. Sind unterwegs. Ich habe einen Überschuss von 10, was eigentlich ganz gut ist. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, jetzt wollen die natürlich. Hier sehen wir es. Nichts erfüllt. Gesundheit, Androiden. Intelliware, das stelle ich auf der Erde her. Eieiei, Mondnahrung. Wunderschöne Natur, gut. So, ich kauf mal ein paar Titanplatten. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Gab gleich einen Erfolg, wunderbar. So schnell geht das. Nochmal ein paar upgraden. So, denn ich brauche 500 Offiziere, das habe ich hiermit erfüllt.
Anfangs waren es nur kleine Schritte, aber jetzt sind sie gut aufgestellt und ihre Kolonie hat Wurzeln. Fusionsreaktor kann ich bauen, ja. Yeah. Sie sind bereit, zum Kern des Mondlizenzierungsprogramms vorzustoßen. Okay. Der Gewinnung von Fusionsenergie. Ja. Noch ist alles nur Theorie, aber ich glaube an sie. So, bauen Sie Fusionsreaktor, produzieren Sie Deuterium in der Arktisregion. Aha. Okay, also zwingt er mich gleich wieder zum Wechsel in die Arktisregion. Fusionsreaktor brauche ich 100 Titanplatten. Die Offiziere wollen natürlich essen. So, mal gucken, da brauche ich Mondeis. Okay, da hatte ich ja so eine heftige Überproduktion. Ja, das ist doch nett. Ein Gebäude, also ein Herstellungsgebäude, wofür ich kein Verbrauchsgebäude benötige, also nochmal eins extra. Das ist, kommt mir immer gut. Kauf mal ein paar Titanplatten hier. Kopf des Wieder- Gute Wahl. So. Benötigt Mondeis ist, hatten wir da. Ich glaube, ich werde das mal hier, werde ich so ein paar Produktionsstätten bauen. Setze ich das da mal hin. Yes, plus 10 Nahrung für euch. Was kann ich für Sie tun? Okay, muss erst noch produziert werden, aber jetzt hier schon wieder Logistikmangel. Mann, Mann, Mann. So. Ich bin kommt so die Nahrung schon an. Wenn man auf großen grauen Felsen lebt. Noch nicht. Jetzt bring die Sache endlich zu Ende. Oh. Sauerstoff. Sauerstoffmangel. Oh. Habe ich gerade falsch geguckt? Ach! Monderträge. Und jetzt kann ich erst das Essen bauen. Und da brauche ich die Monderträge für. Ah! Also für das Eis. Erst hier diese aerophonische Farm. Und dann jetzt die Weltraumkombüse. Eieiei. Das ist wirklich kompliziert. Wo hau ich die denn mal hin? Muss ich ja auch später ausbauen können. So, jetzt aber hier. Oh, Bedürfnis erfüllt. Eine Inspektion vor Ort durch? Jawohl. Steigt hoffentlich noch. Oder mal gucken. Durchschnitt? Nee. Nicht ganz. Oh, das ist auch groß, das Gebäude. Eieiei. Firmenstufe gestiegen, 20. Und mittleres Cargo-Shuttle, Kohle, Iridium-Graphen. Sehr schön. Neues Gebäude verfügbar. Boah, das hagelt hier auch an Erfolgen. So, jetzt fehlt es mir so ein bisschen hier an dem. So, plus 5, Essen plus 4. Wunderbar. Sauerstoffmangel, wo hatte ich es denn? Na, war das der hier? Genau. So, plus ein Sauerstoff, dann werde ich auch einen kleinen Vorrat anlegen. Wunderbar. Alles im Plus. Ja, so kann es weitergehen, ne? Läuft bei mir. Glauben Sie nicht, die Global Union. Sidequest, zerstören Sie Meteoritenkruste. Der ist jetzt irgendwie nicht so reingefahren. Wir sind unterwegs. Und die Hauptquest, stellen Sie eine Transferroute für Deuterium nach... Ah, okay. Das Resultat hat die Geschäftsführerin sehr beeindruckt. Cassian Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. So, ich werde noch ein paar ausbauen. Weil wir sehen hier, wenn ich dann hier unten auf die Bilanzen gehe, dass mich der Mond
doch 14.000 Creditbilanz kostet. Hier unten mache ich fetten Gewinn. Hier oben in der Arktis mache ich noch Minus, aber... Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach... Ja, der will wieder hier... Boah, diese Militärmission brauche ich vorerst nicht. So, ich werde hier noch ein bisschen upgraden, wenn sie denn möchten. Neues Gebäude verfügbar. Anti-G-Werkstatt. Was ist denn das? Nutzt Fusionsenergiezellen und seltene Erden, um Schwerkraftkompensatoren zu produzieren, die ihre Angestellten benötigen. Aha. Eieiei, wer soll sich das alles merken hier? Okay. Bauen Sie einen Fusionsreaktor. Gut. Machen wir doch glatt, da brauche ich... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, okay. Oh. Keine Titanplatten mehr. Aber ich habe die 100 gleich geschafft. Für meinen Fusionsreaktor. Es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Sie haben gerade eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle erzeugt. Das wird die Menschheit in eine neue Ära katapultieren. Okay. Und jetzt teilen Sie Ihre Errungenschaften mit der Welt. Die Global Union möchte, dass Sie die zwei stärksten Energietransmitter bauen, die es je gegeben hat. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Titan in Iwamoto-Krater. 0 von 20. Ey, die wollen mich doch bankrott machen. Ich habe nur noch 13.000 Quelle-Bilanz plus. So, hiervon soll ich jetzt... Gut, ich kann es ja nachher wieder abreißen. 10. 20. Okay, das jetzt halten. So, hier fehlt es mir jetzt an... Was haben wir denn hier? Fusionsenergiezellen. Für die brauche ich Helium und Deuterium. So. Helium bekomme ich hier, aber Deuterium. Das stimmt, das hatten die auch gesagt. Das muss ich in der Arktis verbessern. Kann ich hier was... Ne, hier kann ich nichts upgraden. Eieiei. Ein Gebäude jagt das nächste. Das ist so teuer hier auf dem Mond. Wo kann ich... Guck mal... Oh, ich werd bekloppt. 7500 Creditbilanz. So, erstmal abstellen. Geile Kohle. So, das muss ich halten. Ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Mache eine neue Folge draus. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Und dann geht es weiter mit Anno 2205. Das neueste Anno gefällt mir sehr gut. Macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Lasst mir einen Daumen hoch da. Euer Skippy.